Hallo, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einem Maya probiert. So, ich war nämlich heute im Reformhaus, ja. Und zwar war ich da, weil ich, Moment, ich hole die mal kurz. Ich war da, weil ich irgendwann mal vor ewiger Zeit dort war und da habe ich so eine, ich zeige die euch gleich mal noch nicht spiegelverkehrt, Obstkuchen-Rührteig-Backmischung gesehen. Dazu habe ich sogar mal ein Video aufgenommen, wie ich diesen Kuchen gemacht habe. Und das ist so einfach gewesen und so lecker. Und ich wurde gefragt, ob ich ein Dessert machen kann für einen Anlass. Und dann habe ich überlegt, der Kuchen wäre eigentlich ideal. Und dann war ich überall. Ich war im Globus, ich war im DM. Macht denn da so Geräusche? Warte mal kurz. So, da ist irgendwas hat hier so kschst gemacht. Und dann habe ich gesehen, das war die Mrs. Whiskers, die war mit ihrem Bauch, ist die durch so eine Schlaufe von so einer Papiertüte gegangen und hat die hinter sich hergezogen. Ich habe die jetzt mal eben kurz da rausgeholt. Also ich war überall, ich war im DM, ich war im Edeka, ich war im Globus und so. Und nirgendwo habe ich diese Kuchenmischung gefunden. Und dann dachte ich, okay, dann muss ich wohl dorthin zurück, wo ich herkam. Und bin heute zum Reformhaus gegangen. Und das Reformhaus hatte eine riesige Auswahl glutenfreier Sachen. Auch eine Sache, die ich unbedingt mal ausprobieren wollte. Deswegen habe ich die heute hier. Und ich zeige euch das alles. Und dieses Mal bin ich sogar vorbereitet mit einem Kassenzettel, ja? So. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also, weil ich das auch wieder gebraucht habe, habe ich mir glutenfreies Brot geholt. Das ist das einzige Brot, ne, nicht das einzige, aber das ist das Brot, welches man eigentlich in vielen Supermärkten und so kriegt, das ich sehr, 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 sehr gerne esse. Also ich esse das wirklich sehr gerne. Gut zugegeben, die Zutatenliste ist jetzt hier nicht so super irgendwie. Weil es geht eigentlich, ne? Aber da ist Zuckersirup drin und so. Also muss ja alles eigentlich nicht unbedingt sein. Aber ich esse, was ich kriegen kann. Und diese Packung Brot hat im Reformhaus 3,29 € gekostet. Ja, 3,29 €. Eine Packung Brot. So, nur dass man sich mal vorstellen kann, auch in welchem Preisniveau sich die Sachen immer so befinden. Also das esse ich immer sehr gerne. Dann habe ich noch, weil mir die mal einer geschenkt hat und ich die wirklich sehr mochte, die weihnachtlichen Orangensterne mit Vollmilchschokolade gekauft. Da hat die Packung 3,99 € gekostet. Das sind 150 Gramm. Und die esse ich so gerne manchmal. Und weil ich halt nie zum Reformhaus gehe, habe ich mir die auch noch zugelegt. So, dann haben wir hier unsere Obstkuchen-Rührteig-Mischung. Und das ist halt wirklich einfach. Also vegan finde ich es nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Aber die normale Zubereitung ist wirklich einfach. Ich muss einfach dieses Pulver in eine Schüssel geben. Dann kommen noch zwei Eier da rein und 90 Gramm weiche Butter. Und dann, ich brauche da nicht mal so einen Mixer oder so. Ich nehme dann einfach so einen Rührstab, rühre das zusammen, lege das auf so ein, dann tue ich das in so eine Kuchenform und dann streue ich noch, also wie gesagt, dazu habe ich mal ein Video aufgenommen, dann streue ich noch so gefrorene Früchte oben drauf und schiebe das in den Backofen, dann ist das sehr schnell fertig. Und das mag ich sehr gerne, weil dieser Kuchen sehr lecker schmeckt und ich halt nicht so viel machen muss. Weißt du, wenn man so viel machen muss, du brauchst mehrere Schüsseln. Also hier die vegane Zubereitung wäre schon wieder zu viel für mich irgendwie auf eine gewisse Weise, weil das zu, also wenn jetzt jemand vegan lebt, dann würde ich es mal ausprobieren. Aber normalerweise, das sind halt zwei Sachen, Butter und Eier, und das kriege ich irgendwie noch hin. Aber dann hier musst du halt plötzlich auch so viel abwiegen. Also zwei Eier sind zwei, 90 Gramm weiche Butter geht auch noch so halb. Aber hier sind 50 Milliliter Öl, 50 Gramm Speisestärke. Und ich sehe mich da schon. Dann kaufe ich gemahlene Nüsse, irgendwie die 150 Gramm Packung oder so, brauche aber nur die Hälfte und dann benutze ich die anderen nie wieder. Deswegen. Ja, aber das finde ich sehr lecker und der sieht dann auch sehr lecker aus. Also ich esse den sehr gerne. Was kostet der? Was habe ich da gezahlt? 3,49 €. Das finde ich im Verhältnis sogar, ehrlich gesagt, noch relativ günstig im Vergleich zu den Orangenstern für 3,99 € und das Landbrot für 3,29 €. Dann habe ich mir auch einmal im Reformhaus gekauft. Die habe ich sonst auch noch nie irgendwo gesehen. Diese Blaubeermuffins.
Und ich wollte jetzt eigentlich schon gleich einen essen, aber ich dachte, das will ich auf jeden Fall essen, dann kann ich das euch auch zeigen. Dann habe ich hier noch was Geheimes, das zeige ich euch auch gleich noch. Aber ja, eigentlich wollte ich den jetzt schon essen, aber dann dachte ich, naja, dann nehme ich jetzt halt dieses Video auf. Die sind auch sehr teuer. Also finde ich, diese zwei Muffins haben 3,40 € gekostet. Ja, die sind auch glutenfrei und laktosefrei. Glutenfreiheit. Also wie gesagt, habe ich bisher nur im Reformhaus entdeckt. Da ist sogar, da ist auch viel Zeug drin, ne? Vollei, Margarine, Palmöl, Wasser, Salz, Rohrzucker, Reismehl, Maismehl, Maisstärke, aber da kenne ich, glaube ich, alles soweit. Also das, was da drin ist, habe ich alles schon mal irgendwie so gehört. Ja, kann Spuren von Sesamsamen, Soja und so enthalten. Made for Recycling. Ja, hier die Angaben. 100 Gramm, 366 Kilokalorien. Schon viel, glaube ich. Naja, und ich habe jetzt mal einen rausgeholt. Die sehen dann so aus, also zugegeben. Vielleicht jetzt nicht ganz so, ganz so schön wie auf der Packung. Wobei, es geht eigentlich, oder? Wenn man Puderzucker draufstreuen würde, wäre der wahrscheinlich so ähnlich. Aber ich finde, die kann man echt ganz gut essen, weil die haben halt Blaubeeren in sich und dadurch sind die nicht so trocken. Glutenfreie Sachen sind oft so trocken und der ist halt nicht so trocken. Und ich esse den jetzt, ich freue mich da schon drauf. Niam, 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 niam. Solche glutenfreien Sachen, wobei ein bisschen komisch sieht es ja schon aus, aber solche glutenfreien Sachen muss man schätzen, so als hätte man pures Gold in seiner Hand oder so. Ja, das wäre lecker. Niam, 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 niam. Sehen ja alle. Nein, nein, nein. Nein. Hier so eine kleine Ecke, Senja. Magst du das? Also offensichtlich findet Senja den Muffin auch super. Alter, was ist hier schon wieder los? Guck mal, wer hier noch hängt. Upsi, hat man das jetzt gesehen, dass die Mrs. Whiskers da auch hing? Nee, das hat man nicht gesehen, oder? Die sitzt da auf dem Boden. Dabei mag die Misse das gar nicht. Also, Senior findet den Muffin auch super. Ich finde den auch super. Nein, Senior. Nein, nein. Also, man sieht jetzt hier, wie er von innen aussieht. Leicht blaubeerig, teigig. Ja, wonach schmeckt der denn? Nach Muffin. Leicht sauer wegen den Blaubeeren. Also beim besten Willen, keine Ahnung, wonach der schmeckt. Aber ich freue mich immer, wenn ich einen dieser Muffins essen kann. Ich esse so selten irgendwie schon glutenfreie Ersatzprodukte, abgesehen von dem Brot und den Nudeln, dass ich mich immer über sowas richtig freue, auch wenn das so arschteuer ist, aber ab und zu kann man das auch mal essen. Nicht wahr, Senior? Ja, kann man das ab und zu auch mal essen. Ja, weil, weißt du, so normal zum Bäcker gehen, Donuts, Berliners, die Mrs. Whiskers jetzt eigentlich weg. Ach, die liegt da hinten. Donuts, Berliner und so, das geht halt für mich alles nicht. Und dann ist das für mich immer ein Erlebnis, wenn ich sowas mal essen kann. So, ich esse den jetzt auf. Aber wie gesagt, wie gesagt, bei solchen Produkten musst du jeden Bissen genießen. Das ist nichts, was du so vorm Fernseher isst oder so. Da musst du dich hinsetzen und genießen, weil es so arschteuer ist. So, ich mache jetzt hier Pause, esse den auf und dann zeige ich euch gleich, wobei, nee, ich esse den gleich auf. Ich zeige euch jetzt erstmal noch etwas, worauf ich besonders gespannt bin. Etwas, das ich nämlich noch nie ausprobiert habe. Und zwar Trommelwirbel.
Habe ich schon ganz oft davon gehört und das nie gesehen. Das sind glutenfreie Milchschnitten. So. Ich bin in so einer Facebook-Gruppe, die heißt Zöliakie-Austausch. Und da erfährt man das manchmal, wenn es irgendwie was Neues, Cooles gibt oder so. Und da heißt es halt immer, dass wenn, dann gibt es die nur im Reformhaus. Und ich war schon ein paar Mal im Reformhaus in der Kühlabteilung und ich habe die nie gesehen bis zum heutigen Tag. Und jetzt habe ich die gesehen. Und jetzt habe ich zwei Packungen mitgenommen. Also, ihr könnt jetzt vergleichen mit Milchschnitte und schreibt den Vergleich gerne in die Kommentare, denn ich kann nicht mit Milchschnitte vergleichen, auch wenn ihr den Preis und so wisst. Eine Packung dieser vier, also diese vier zusammen, haben 2,99 € gekostet. Ich denke, das ist teurer als normale Milchschnitte. Normale Milchschnitte, das weiß ich, ist größer. Ein bisschen wie nicht so dick, glaube ich, und ein bisschen länger. Also was heißt größer, aber auf jeden Fall länger. Ob das theoretisch auch mehr ist, weiß ich gar nicht. 4 mal 26 Gramm. Wie groß ist denn eine Milchschnitte? Also wie viel Gewicht hat denn eine Milchschnitte? Das weiß ich gar nicht so genau. Ja. Weizenfrei, laktosefrei und glutenfrei. Senza lattosio. Nee, lattosio. Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, italienisch, oder? Neu. Naja, und jetzt bin ich, glaube ich, ehrlich gesagt, glaube ich, ich habe aus Versehen alle verkrümelt, weil ich die in meiner Packung, in meiner Tüte ganz unten hatte und dann habe ich andere Einkäufe oben drauf gelegt. Das war jetzt nicht so schlau. Aber ich mache jetzt mal da rein. So. Ich habe hier meine Schere. Die anderen tue ich dann mal kurz wieder in den Kühlschrank. Moment. So. Gucken wir uns das Ganze doch auch noch mal an. Einen Moment. Hier, Milk Cake. Laktose, habe ich mir schon gesehen. Mit laktosefreier Milch. Was steht hier? Kann ich nicht wirklich lesen, was da drunter steht. 400 Kilokalorien oder so? Naja. Was ist da drin enthalten? Laktosefreie Vollmilch, Zucker, Palmfett, laktosefreies Magermilchpulver, Reismehl, Maisstärke, Dextrose, Volleipulver, Sonnenblumenöl, Glukosesirup, Magerkakaopulver, Wasser, Reisstärke, Maismehl, Backtriebmittel, Ammonium, Hydrogencarbonat, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, natürliche Aromen, Salz, Verdickungsmittel, Johannes Brotkernmehl, Xanthan. Ich muss jetzt mal kurz gleich zu sehen, ja. Kann Spuren von Soja, Erdnüssen, Schalenfrüchten enthalten. Mit laktosefreier Milch. So, Moment. So, für mich ist das ein Erlebnis. Das ist das erste Mal seit 2017 oder so, glaube ich, dass ich eine Milchschnitte esse. Natürlich keine Original-Milchschnitte. Aber eine Milchschnitte quasi. Ich glaube, ich weiß schon noch so halb, wie Milchschnitte ursprünglich geschmeckt hat. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Doch, das erste Mal, ich glaube, ich habe diese Zöliakie-Diagnose bekommen mit 16 oder 15. Das heißt 2015 oder 2016 oder so, irgendwie. Das heißt, das könnte jetzt potenziell 15, 18, 19, 20, 7 Jahre her sein. 7 Jahre! So, wollen wir mal gucken. Open hier. Oh, ich muss gucken, dass meine Finger nicht zu sehr. Ah, alles gut. Alles gut. Dass meine Finger nicht zu sehr nach Katzenfutter riechen. Weil sonst überdeckt das ja den Geruch. Ich schneide hier mal vorsichtig auf. Oh. Der Geruch ist 1:1, würde ich jetzt sagen, wie Milchschnitte. Guck mal, wie schick haben die überall das Share-Logo reingedruckt in diese halbe Milchschnitte. Ich schwöre, das ist doch nur eine halbe Milchschnitte, oder? Normal, das ist keine normal große Milchschnitte. Guck, hier kann man es nochmal sehen. So sieht das aus. Mit der Creme.
den Teig und diesem Logo. Share. Moment. Aber das ist ja wohl eine halbe Milchschnitte. Eine normale Milchschnitte ist minimal schmaler, glaube ich. Aber die ist auf jeden Fall, das ist so, als hättest du eine Milchschnitte halbiert. Da gehört noch die andere Hälfte hin. Und dann habe ich dafür, noch mal kurz anmerken, 2,99 gezahlt für vier von denen. Das heißt, 1,50 € pro Milchschnitte, oder? Ungefähr, wenn zwei eine Milchschnitte ergeben. Das heißt, wie viele Milchschnitten sind in einer normalen Packung? Schon sechs oder sieben oder so, oder? Oder haben die das auch reduziert in den letzten 6, 7 Jahren? Das hier ist aber dicker. Das ist dicker bei einer normalen Milchschnitte. Und das ist krümeliger. Ich habe früher bei Milchschnitten, das weiß ich, ich habe früher bei Milchschnitten oft die eine Oh. Seite abgehoben und das hier ab rausgeleckt, aber das funktioniert da jetzt nicht so richtig. Also hier ist tatsächlich noch so eine braune Schicht oben drauf. So. Aber wir wollen hier einen. Riecht hier nach Katzenkacki? Oder war das die Milchschnitte? Da war doch gerade gar keine Katze auf dem Klo. Naja, also ich will jetzt einfach mal, ich beiß da jetzt mal rein. Mal abgesehen davon, dass es hier nach Katzenkacke riecht, aber das schmeckt wirklich wie eine Milchschnitte. Oh. Ja. Da fange ich ja fast an zu heulen. Senior lässt mich diesen Moment nicht genießen. Nee, mir riecht's echt nach Katzenkacke. Ich guck mal kurz im Katzenklo und dann sieht man sich wieder. So, ohne Katzenkacki-Geruch in der Nase bin ich jetzt wieder da. Mit dieser halben Milchschnitte. Na, guck mal, ich habe schon gesagt Milchschnitte. Dabei ist es ja ein Milkcake, ein Milchkuchen. Wisst ihr, was ich früher immer gemacht habe? Jetzt kommt's raus. Ja, jetzt kommt's raus. Ich habe diese Leidenschaft für trockene Nudeln. Das klingt falsch. Also ich meine, meine damit, ja. Wenn ich so Nudeln. Wenn ich Nudeln koche. So, wenn ich Nudeln koche. So, also zum Beispiel Spaghettis oder so. Dann nehme ich immer so zwei, drei Nudeln und esse die halt so ungekocht. Also, ne, so die, das sind die, dann knuspern die immer so. Krack, krack, krack. Meine Mama mochte das nie, wenn ich irgendwie rohe Nudeln gegessen habe. So heißen die. Naja, roh sind die ja. Sind die roh? Roh sind die ja eigentlich auch nicht, oder? Wenn die so getrocknet sind. Naja, jedenfalls. Habe ich halt ab und zu immer so eine Nudel halt gegessen. Und früher habe ich, da hatten wir irgendwie hier Spaghettis oder so. Ich weiß gar nicht, ob wir da immer so eine offene Packung im Schrank oder so hatten. Aber wir hatten halt so eine Packung Spaghettis, ja. Und dann habe ich so eine Spaghetti-Nudel genommen und habe die einmal, also so eine trockene, rohe Spaghetti, halt aus dem Schrank genommen und habe die immer so durch die Milchschnitte gezogen, durch diese Milchschnittencreme und dann diese Spaghetti gegessen. Ich weiß gar nicht genau, warum ich das gemacht habe. Dann hatte ich eine Milchschnitten-Spaghetti-Nudel. Ach ja. So war das früher.
Ich habe schon komische Sachen gegessen als Kind. Mache ich heute immer noch. Ich esse manchmal immer noch komische Sachen. Also ich würde jetzt, wenn das jetzt nicht so umständlich wäre und so, und wenn ich dann diese offene Packung im Schrank hätte, würde ich jetzt auch so eine Spaghetti-Nudel nehmen und die hier einmal so durchziehen. Ne? Ja. Also kann sein, dass dieser braune Teig etwas trockener ist als bei normalen Milchschnitten. Etwas bröseliger. Aber das ist bei glutenfreien Sachen gefühlt immer so. Aber. Diese Creme schmeckt, finde ich, 1:1 wie Milchschnittencreme. Zumindest so, wie ich sie in meinem Kopf irgendwie noch gespeichert habe. Interessant, dass ich die tatsächlich überhaupt, also dass ich die noch gespeichert habe in meinem Kopf. Das ist das Gute in Anführungszeichen, wie auch das Schlechte, wenn man nie, also wenn man nicht immer schon so gelebt habe, ich habe ja nicht immer glutenfrei gelebt. Das heißt, ich habe in vielen Sachen immer noch einen Vergleich. Bei Pizza oder bei Nudeln, wobei so langsam gerät das so in Vergessenheit. Aber ich habe viele Sachen, Pinguinen oder so, habe ich alles früher immer gegessen und dadurch habe ich davon noch so einen Pinguin, mochte ich. Schreibt das in die Kommentare. Mögt ihr lieber Pinguin oder Milchschnitte? Einen Pinguinersatz habe ich noch nicht gefunden. Glutenfrei. Aber ich weiß gar nicht, was ich lieber mochte. Pinguin oder Milchschnitte? Eigentlich mochte ich beides immer gerne. So als Kind. Das weckt hier so viele Erinnerungen. Als Kind zum Kühlschrank gegangen, Pinguin rausgezwitschert oder eine Milchschnitte und dann wieder an den Computer gegangen, um sich dann dahinzusetzen mit der Milchschnitte oder vor den Fernseher. Ach ja. Die Zeit als Kind war in vielerlei Hinsicht schwer, muss man sagen, aber in mancher Hinsicht irgendwie leichter. Einfach weil du auch den, irgendwie hast du dir nicht so viele Gedanken gemacht als Kind. Schon auch, aber eine Milchschnitte war für dich einfach eine Milchschnitte. Weißt? Es war einfach so, ja, ich esse jetzt mal eine Milchschnitte. Heute ist eine Milchschnitte eher so teuer. Eingepackt in Plastik, wie viel Kalorien, wie viele darf ich davon essen, kann ich davon essen, ungesund. Das ist so vieles, was heute auch so in meinem Kopf mit ist, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Milchschnitte hier esse oder ein Milchschnittenersatzprodukt. Und als Kind war es früher halt immer nur so, ach ja, jetzt mal eine Milchschnitte, ich zwei Milchschnitten oder drei Milchschnitten. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Wie bin ich darauf gekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Ja, nee, ich hab oft noch einen ganz guten Vergleich so zu Sachen früher. Deswegen konnte ich ja bei diesen Stapelchips-Pombeeren auch irgendwie noch so ein bisschen sagen, oh ja, schmecken wie Pringles oder nicht wie Pringles. Ja, schön. Bei der Milchschnitte hier geht es gar nicht so sehr darum. Also bei diesem Ersatzprodukt geht es jetzt für mich gar nicht so sehr hundertprozentig darum, wie schmeckt das jetzt oder so. Gerade ist es so ein, ich esse das ich esse ein Stück Erinnerung. Auch wenn es natürlich keine Original-Milchschnitte ist, aber vor allem diese Milchcreme kommt da so gut ran, dass es, ja, ich habe das Gefühl, ich esse ein Stück Erinnerung gerade. Aber ich glaube, wenn ich wüsste, okay, Maya, du musst jetzt morgen sterben oder so, dann würde ich noch mal so alle Sachen kaufen, die ich früher so gegessen habe. Also halt nicht die glutenfreien Sachen, sondern das Normale. So Donuts, alle möglichen Kuchen, Pinguin, Milchschnitte, Brezeln. Ich vermisse Brezeln sehr, muss ich sagen. Brezeln ist schon, gibt es glutenfrei irgendwie nicht so richtig. Ja, so ein richtig leckeres Brötchen.
Da gäbe es so einiges, was ich nochmal essen würde. Wenn ich wüsste, okay, ich kipp eh morgen tot um, dann ist es jetzt auch egal, ob ich mir schade oder so. Aber so bin ich gerade doch zufrieden. Kann mich dann nur freuen. Diesen halben ICC Rumba. Venti Quattro. Nicht Venti Quattro Dos. So, hat der Staubsauger gesagt. Also diesen halben Muffin esse ich später. Als quasi Dessert, so nach dem Abendessen. Weil heute, also ich habe jetzt sehr viel Süßes gegessen, muss ich sagen. Ich hab sehr komisch gegessen. Zuerst habe ich 5 oder 6 Garnelen gegessen. Ich habe ja momentan echt so Meeresfrüchte, vor allem so ein Garnelentripfel. Ich weiß nicht genau. Ich esse sehr gerne Garnelen. Wobei ich habe die falschen gekauft. Ich habe die gekauft quasi ohne Schale. Und die knuspern nicht so. Dadurch mag ich die nicht ganz so gerne. Aber ich habe vorhin Garnelen gegessen und dazu ein bisschen Cola getrunken. Dann jetzt diese halbe Muffin und dann noch diese Milchschnitte. Ist arg süß jetzt gerade für mich, muss ich sagen. Das ist zu viel des Süßen gewesen. Aber ach ja, ich freue mich. Es ist auch, das hat auch Vorteile, vor wie auch Nachteile. Ja, zum Beispiel so eine Glutenintoleranz kriegst wie ich, dann ist es erstmal eine extreme Einschränkung gefühlt, ist es irgendwie auch. Vor allem, wenn du unterwegs bist, aber in vielerlei Hinsicht lernst du die Welt nochmal neu kennen, weil Sachen wie Milchschnitte oder so für mich wieder ein völlig neues Erlebnis sind. Und es gibt im Vergleich zu glutenhaltigen Sachen, finde ich, noch nicht so viele glutenfreie Sachen. Also schon. Auch. Natürlich ist vieles ja von Natur aus auch glutenfrei. Aber vor allem, wenn es halt so um Backwaren geht, um so Süßigkeiten und so, gibt es halt ein riesiges Sortiment. Zum Beispiel, wenn du in einem größeren Supermarkt gehst und du guckst dir das Keksregal an, hast du so gefühlt 50 verschiedene Keksarten und Sorten und Formen und Farben. Und dann zwischen diesen 50 Packungen sind so zwei glutenfreie Kekse, die oft dem Ganzen nicht so das Wasser reichen können. Zum Beispiel mochte ich früher gerne diese, ich weiß nicht mehr, wie man die nennt. Das waren so Kekse, irgendwie nicht wirklich Kekse, so Softkekse gefüllt mit so einer Orangenfüllung. Und auf der Unterseite hast du halt so den Teig gehabt und auf der Oberseite hattest du so Schokolade, so eine Schokoladenschicht und halt innen, wie gesagt, diese Orangenfüllung. Und die mochte ich früher auch sehr gerne. Und da gibt es zum Beispiel eine glutenfreie, oder es gab mal eine glutenfreie Alternative. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Und die hat mir gar nicht geschmeckt, muss ich sagen. Also ich wollte darauf hinaus, bei 50 verschiedenen Keksen hast du vielleicht so 2 oder 3 glutenfreie. Und wenn du Pech hast, sind 2 davon noch eklig. Weil oft, nicht oft, aber. Oder nicht immer, aber oft ist glutenfrei halt auch vegan und gesund irgendwie so. Also nicht, wie gesagt, nicht immer. Und das hier zeigt, ist nicht immer gesund. Aber oft kombinieren Leute das dann so. Vor allem so gefühlt so hippe neue Lebensmittelunternehmen kombinieren dann immer vegan und glutenfrei und gesund irgendwie so. Und dadurch ist es manchmal schwer. Also vor allem bei glutenfreiem Müsli habe ich oft das Problem, dass es mir ja irgendwie schon wieder zu gesund ist. Ist mir oft irgendwie zu gesund, weil dann halt, ja, weil weiß ich gar nicht, wie ich das erklären soll. Oder manchmal, wenn Leute mir glutenfreie Sachen kaufen und mir eine Freude machen wollen oder so, kaufen die dann halt auch so Sachen, die ich niemals essen würde. Ich habe im Vorratsschrank hier immer noch so eine Packung, ich weiß gar nicht, so Kichererbsennudeln oder so, die ich einfach nicht essen will. Oder manchmal kaufen die Leute dann glutenfreie Chips und dann kaufen die keine normalen, sondern halt so ganz komische Chips irgendwie, die halt so gesund sind, so gesunde Chips. Aber
Ja, ich weiß nicht. Also das ist ja auch gar nicht schlimm oder so irgendwie. Es ist ja auch gut, dass es glutenfrei und gesund gibt. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt Chips esse oder wenn ich Nudeln esse, dann verzichte ich auf dieses übermäßige Gesund. So in dem Moment, weiß ich nicht, ich mag halt so Kichererbsennudeln und so nicht so gerne. Also wie gesagt, jedem das seine. Manche finden das ja auch gar nicht schlecht. Aber ja, ich brauche das nicht so irgendwie. Für mich muss das dann nicht immer alles gesund sein. Ja, ich glaube, das war's mit meinem Glutenfrei-Exkurs. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr ansonsten in die Kommentare schreiben möchtet. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.